And many persons came back? Ja, jetzt haben wir hier ganz viel Ömrungen. Ihr kam da weiter, am Haar, ihr hier da wird abgebaut. Ihr hättet ja gut Ziel verfinert. Und wie ihr da immer mal schauen, ist Dollar zu D-Mark. Und ja, ja, ihr habt hier da Füßung gebaut. Und Sande auch, naja, ihr Sande ja, ja all Ural zeigen. Aber ihr ja, habt kann man ja vermieten. Und the immigrants got different jobs. One of the first immigrants got a shop for delicacies. Das waren ja auch zum großen Teil Handwerker, die ja was konnten und die dann auch dort gleich wieder gebraucht wurden und ja auch jeden Job angenommen haben. Ne? Das haben ja, ja, ganz vielen haben ja unser Store-Handwerker, also unser Delikatessen-Store, ja, aber ich habe ja Handwerker, ja, erstens kein Markt, aber der Teil, der hat ja erstens viel fasziniert, hat ja sogar selbstständig Markt und ja, die hat ja auch nur viel fasziniert. Wir haben dann branchenfremd gearbeitet. Ja, ja. Ja, das was gab, ne? Mhm. You know, I'm a teacher and I'm interested in the following theme. What about persons who get their education here and can they make their A-Level here? Können sie hier ihr Abitur machen, die Schüler? Nein, das kann man auch. Am Korn hier Bittua Middle School, also Realschool mal. Am Dorf gung ja entweder, also der Jeans Class to Fair Gymnasium oder Tornibel oder Flensboro, also hier über Armrum kommen wir nicht einmal. Die sind schon man, ja, man, ja. Das auf Deutsch einmal? Also man kann hier bis zur Realschule zur Schule gehen und dann, wenn man Abitur machen will, muss man hier 10 Klassen durchmachen. Dann geht es entweder nach Föhr, nach Nibel oder Flensburg. Das ist ganz verschieden. Also hier kann man es nicht, da sind zu wenig Kinder auf der Insel.